Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem neuen Gewitter, zu einem Blitzlichtgewitter in Sachen Destiny. Ich habe ja Osiris gespielt am Montag und ich hatte nicht viel Zeit. 6 Spiele haben wir gemacht. So, warum stehe ich jetzt hier beim Beutezug-Aufseher? Das hat folgenden Grund, weil ich noch Beutezüge annehmen muss, weil wir gleich Hardwelt spielen. Das werden wir auch live streamen. Wenn ihr da zugucken wollt, twitch.tv/lightningsoul oder twitch.lightningsoul.com. Aber es hat folgenden Grund. Ich habe ja diese wöchentlichen Bounties da mir mitgenommen. Ihr seht schon, die sind nicht fertig. Unten seht ihr ja so einen grünen Balken und so. Also die 4 Stück habe ich von diesen nicht, von den Bronzestufe und so, legendäre Magen und den ganzen Käse habe ich. Aber die silbernen und die goldenen habe ich nicht. So, jetzt gucken wir gerade mal den rechten hier an. Da fehlen noch 4 Matches. Ich hatte halt einfach keine Zeit am Montag, da die 4 Matches noch zu machen. Aber wofür ich definitiv noch Zeit gehabt hätte, wäre das hier. 74 von 75 Punkten. Wie scheiße ist denn das? Da hätte ich die Silberstufe gehabt und hätte noch einen blöden Punkt machen müssen. Das wäre eine Niederlage gewesen. Da hätte ich reingehen können und rausgehen können und hätte es gehabt. Und ich habe das nicht gesehen an dem Abend, weil ich einfach dann schnell die Konsole ausgemacht habe und weg war und das nicht mehr angeguckt habe. Und jetzt warte ich bis Freitag und hoffe, ich kann das dann auch machen, weil ganz ehrlich, das ist ja klar, jetzt will ich einmal einen Silberstufen-Bounty bei einem Char, das ist mir relativ egal, aber ich will das nicht alles nochmal machen müssen, wenn ich da einfach ein Match machen kann, verlieren und hab das sofort. Das war ziemlich blöd, aber wir wollen jetzt außerdem noch gucken, was wir jetzt aus diesen anderen Beutezügen hier rauskriegen. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Gescheites. So, Angriffsgelegenheit, Bronzestufe. Ja, 2 Passivmünzen, 3 Lichtpartikel, eine seltsame Münze nur, wenn man andersrum lieber gewesen, aber ja, passt schon. So, was haben wir hier? Eine seltsame Münze, 2 Passivmünzen, 3 Lichtpartikel, okay. Jetzt kriegen wir legendäre Marken. 25, seltsame Münze und ein blaues Engramm, ist nicht so schlecht. Und das hat uns gar nichts gegeben. Interessant. Schau mal in der Poststelle. Da ist bestimmt irgendwas verlustig gegangen. Das kann nicht sein, dass es das gar nicht gibt. Achso, ich hatte volle legendäre Marken, oder? Ich hatte volle legendäre Marken, gell? Ja, 200. Okay, holen wir uns mal was aus dem Dings. Ich brauche nämlich unbedingt noch ein, zwei Waffen von den Blueprints. So, wo sind die Waffen? Rechts oder links? Links. Also rechts. Von innen gesehen rechts. So, roter Tod oder Wahrheit, Leute? Donnerlord habe ich mir überlegt, brauche ich nicht wirklich. Roter Tod oder Wahrheit? Roter Tod oder Wahrheit? Ehrlich gesagt, brauche ich was für Osiris und für einen Eisenbanner. Und Wahrheit ist halt, ich bin eher so ein Fan von dieser Waffe hier. Also holen wir uns den roten Tod. Das ist mit Sicherheit ziemlich OP. Und für OP bin ich ja immer gern zu haben. Also holen wir uns jetzt den roten Tod, weil das brauchen wir. Ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir den roten Tod in der Jahr 2-Version. Das ist optimal. Und jetzt Livestream Hardwelt mit Noob-Team beim Kriegsriester. Wir versuchen ihn diesmal in einer Phase zu legen. Keine Ahnung, ob das möglich ist, ob das funktioniert. Weiß es nicht. Hallo Skrillex. Und da sehen wir uns gleich. Twitch.tv/lightningsoul und twitch.lightningsoul.com. Bis gleich, Leute. Tschüss!